Und weiter geht's mit Let's Play Overlord 2. Habt ihr das gesehen im letzten Video? Ich könnte ihnen diesen Schmiedestein in den Arsch schieben. Kommt mal alle zurück. Kommt mal alle zurück. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde diese Barriere mit meinem Katapult erstmal zur Seite rollen. Klingt das gut? Dreh dich rundherum. So. Das müsste reichen. Begibt euch zum Katapult und ruft eure Schergen zurück. So. Und jetzt bringt ihr den Schmiedestein auch bitte zurück. Und zwar alleine, ohne meine Hilfe. Wenn ihr das geschafft habt, gibt's ein Leckerli. Oh, das sind einfach nur Flaschen. Mit Wein. Aber ich möchte nicht, dass ich nach Urin stinke. Was macht das denn für einen Eindruck auf das Kaiserreich? Hey, unser Feind stinkt nach Urin. Er ist ein Bettnässer. Das wäre meiner bösen Aura nicht bekömmlich. Okay. Sie zerstören lieber die Säule daneben, anstatt die Schmiedeform zu nehmen und sie nach Hause zu bringen. Ihr seid zu dumm dazu, oder? Nein. Versperrt ihnen nicht den Weg, fette Sklaven. So, ihr geht jetzt euren Weg. Und ich gehe schon mal. Wo immer das ist, da hinten, wie auch immer. Was ist das hier eigentlich für eine Region? Ach, keine Ahnung. Sehe ich dann nachher, wenn ich beim Turm wieder bin. Bei meiner Untergrunddomäne. Ich muss mir sowieso noch die neuen Schmiedeobjekte angucken. Hoffentlich ist eine schöne Rüstung und ein schöner Helm dabei. Nein! Lauf nicht auf mich zu! Ich habe Angst. Ein weiterer Schmiedestein. Na, ihr habt's also geschafft. Die Schergen werden sich darum drängeln, in der Schmiede geopfert zu werden. Da bin ich mir sicher. So. Wir dringen tiefer vor ins Kaiserreich. Da-da-dam. Da-da-dam. Besucht bereits eroberte Gebiete erneut, um Lebenskraft und Schätze zu sammeln. Ja, das sollte ich vielleicht mal in Nordberg tun. Oh. Ui. Das ist doch mal. Hey, verkauft ihr Karten für die Spiele in der Arena? Nein. Ich verschaffe mir einfach Zutritt. Wir werden euch nie in die Stadt lassen. Nö, ich werde mich selbst in die Stadt lassen, Trottel. So habe ich es immer gemacht. Verlasse mich da drauf. Seid vorsichtig. Oh Gott. Mir wird leicht übel. Mir auch. Als ob irgendwas an ihr leicht wäre. In Ordnung, Jungs. Tief durchatmen und hoch damit. Diese Sänften vermisse ich kein bisschen. Wenn man einen zu kurzen Träger erwischt, hängt man den ganzen Tag schief in der Luft. Das muss schrecklich sein. Allerdings sind sie hilfreich, wenn man ungestört reisen möchte. Das ist ziemlich anstrengend. Diese Wächter suchen etwas. Vermutlich euch. Den muss ich wahrscheinlich ausschalten, richtig? Kommt mir auch sehr bekannt vor. Nicht hier herumlaufen. Okay, unsere Mission. Schaltet den Wächter auf dem Hauptweg aus. Begebt euch auf den Hauptweg. Findet eine gute Position für ein Unterweltportal. Ja. Da kann ich nicht vorbei. Ich bin kein Sklave. Wieso schätzen mich hier alle so falsch ein? Ich meine, ich unterscheide mich doch ganz grundlegend von denen. Ah. Vielen Dank. Wirklich Gnall, gut gemacht. Deswegen ist jetzt eine gute Zeit gekommen, zum Unterweltturm zu gehen. Da-da-dam, da-da-dam.
Ich guck mir erstmal die Schmiedeobjekte an. Hi. Vielleicht gibt's ja auch Audienzen. Hallo Kelda. Wir verließen den alten Turm nur. Ja, der alte Turm war auch schön. Keine Audienzen. Ich bin erschüttert. Diese Juno sieht verhungert. Ich bin sehr traurig. Niemand will mich sprechen. Schergenhauptmann. Salutiert. Salutiert. Aus klebenden salutiert. Spinnennetzen. Jetzt sind sie wieder. Bitte sei ruhig, Knödel, bitte. Und können die Klingen wetzen. Alles, was ich will, ist dich in der Schmiede zu opfern. Also, wenn es wie in Overlord 1 läuft und am Ende der Hof nahe irgendwas beschwört oder so, dann sollten sich die Entwickler mal Gedanken machen. Gunther ist bereit, Meister! Ja, das freut mich, Gunther. Ein treuer Scherger. Der irre Schlechter, das hatten wir schon, oder? Scharfrichter hatten wir auch schon. Urgewaltenrüstung, böser Blick, Berserker hatten wir auch schon. Hexenmeister hatten wir auch schon, soweit ich weiß. Die entfesselte Bestie. Der Schnitter. Fürchtet diese Angst nicht. Es reicht, wenn eure Gegner dies tun. Diese Teufel-Axt raubt die Gesundheit. Nett. Der apokalyptische Tod. Ui. Man weiß nie, was der Meister tot. Sorgt für die Hölle auf Erden. Höllenrüstung. Jeder Overlord mit ein wenig Selbstachtung sollte in einer Schlacht von epischem Ausmaß diese Rüstung tragen. Preis, Meister. So sind die Regeln. Ja, das sieht so aus. Der Höllenherr. Vergrößert eure Schergenhorde und verbessert eure Verteidigung. Und ihr dachtet vermutlich, das sei nur ein Hut. Nein, das ist ein Helm. Okay, ich will die Höllenrüstung haben. Aber jetzt habe ich nicht genug Ressourcen dafür. Ich werde zuerst meine Schergen verstärken. Falls ich das kann. Rüstet die Braunen auf. Ja. Eure Braunen sind jetzt stärker, Meister. Rüstet die Roten auf. Ja. Eure Roten sind jetzt stärker, Meister. Das freut mich. Tschüss, Gunther. Ich hau wieder ab. Als nächstes werde ich meiner Provinz Nordberg einen Besuch abstatten. Die haben mich bestimmt schon alle fürchterlich vermisst. Wie ich sie schlage, wie sie meine Füße lecken müssen. Und dafür kriegen sie noch nicht mal Geld. Das behalte ich ja alles. Man kann sagen, dass sie wirklich eine... Ich würde jetzt nicht sagen eine strenge Herrschaft, aber ich würde sagen eine... Eine sehr, wie soll ich das nennen? Ach, mir fehlen die Worte. Diesen Zustand kann man einfach nicht in Worte fassen. Das ist. Ich bin verwirrt. Ah, Nordberg. Hütet euch vor Damen aus dem Kaiserreich. Sie lassen euer ganzes Gold verschwinden. Nordhafen, Nordberg, Heiligtum. Stadt von Nordberg jedoch. 2. Ich habe bisher erst 30 Dorfbewohner versklavt. Das wollen wir noch ändern. Ich denke mal, je mehr wir versklaven, desto mehr Ressourcen gibt es. Das wäre eigentlich logisch. Danke. Oh. Was gibt es hier für mich? Wie viel Geld? Wuff, wuff, wuff. Ich will mich ja nicht beschweren, aber das ist noch steigerbar, meine Freunde aus Nordberg. Ich brauche jetzt ein paar Häuser, in die ich noch nicht eingebrochen bin. Die lassen sich bestimmt finden, oder? Du bist versklavt. Leck meine Füße. Du wendest dich ab. Das fasse ich als Beleidigung auf. Sag
Mein Sklave. Danke für eure Gnade. Mein Sklave. Ihr seid so gnädig. Danke für das Gold. Hier ist noch was. Oh nein, ich habe etwas angezündet. Hoffentlich ist mir der Besitzer nicht böse. Wenn er das ist, bin ich auch böse auf ihn und er zieht den Kürzeren. Ja, das ist der Sinn dieser Theatrie. Wo ist die Frau? Sie flüchtet. Sie checkt nicht, dass ich schneller bin. Okay. Ich sag lieber nichts mehr. So.